Peace Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wundervollen Donnerstag schauen wir uns ein sehr, sehr spannendes Video an. Und zwar Blind Dating 5 Girls Based on Their Outfits. Also zu Deutsch, da ist ein junger Mann, der sieht 5 Outfits und redet vielleicht auch mit denen, aber er sieht die Gesichter nicht. Und dann muss er sich ein Date aussuchen. Kleiner Disclaimer, ne? Ich beurteile natürlich nur die Outfits, ne? Nicht, ob man daten würde oder nicht. Und ganz kurz, natürlich vorher noch, Leute, am Samstag um 12.30 Uhr kommt der Peso Winterkollektions-Teaser auf YouTube Online auf meinem Hauptkanal. Deswegen tragt euch das mal bitte kurz in den Kalender ein, natürlich. Ja, also ich habe Zeit, ne? Also mach das mal kurz. Okay, wir fangen an. Let's go. How many men have you ghosted in your lifetime? Probably too many to count. Nochmal, was? 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 How many men? How many men have you ghosted in your lifetime? Probably too many to count. Ah, okay, wie viele Männer die ignoriert hat, also geghostet hat. Okay, ich dachte, mit wie vielen die was hatte. I need a count. Yeah, but I might not ghost you. Might not ghost me. Korrekt, korrekt. So my name is Garrett Brown, I graduated. Der Garrett, ne? Darf jetzt zwischen 5 Damen auswählen und muss die danach speeddaten und sieht nur Outfit und Personality. Kein Gesicht. College a couple years ago. I do value women who can dress, you know, not up to standards. But ja, ich meine, natürlich, es gibt Leute, denen ist Style komplett egal. Die interessieren sich dann auch nicht dafür, ob ihre Frau sich gut stylen kann. Aber ich denke, wenn man als Mann auf Style achtet, dann ist das einem bei der Frau auch wichtig. Kann ich mir vorstellen, ne? Oder beim Partner halt egal. Ja. But as long as they're comfortable with what they're wearing and they feel good what they're wearing, that's all I look for, honestly. My style right now is a D-minus TikTok star. What the fuck? Er beschreibt seinen Style als D-minus TikTok star. 4 minus im Englischen, also im Amerikanischen. I'll do C-minus, I'll do C-plus, how about that? We'll do that. Korrekt. Okay, wir sehen jetzt erstmal die Schuhe. Ne? Das ist natürlich ein sehr, sehr oberflächliches Format. Also ne, bitte jetzt hier nicht judgen. Was will man hier auch anderes sagen? Okay, was haben wir denn hier? Hohe Schuhe mit Muster, Jordan 1, ganz, ganz classic, die Obsidians, ne, bei Frauen. Okay, alright, so we have a wide variety of some personalities here. Ja. I'm liking. Dunks, okay, ja, da muss ich sagen, finde ich den Colorway schöner. What I see a lot. Warum steht sie so, als ob sie auf Toilette muss? You guys are setting me up very well right now on some blind dates. Was sind das? Reebok Classics? Ich weiß es nicht. So number one. Und Air Force. What's your name? Boah, also ich sag bisher, das hier outfit-technisch Favorit mit dem hier. Das vielleicht auch noch. My name is Liz. Liz, nice to meet you. I'm Garrett. Are we wearing this as an everyday shoe? Eigentlich ist er nur Fußfetischist und kann jetzt schon ein Date aussuchen. Or is this a dress-up shoe? Yeah, this is an everyday shoe. I'd probably wear this to work or on a night out with the girls. What does a night out with the girls look like? How crazy are we getting? 10 tequila shots. 10 tequila shots, okay. Tequila shots. All right, so I'm getting blocked out, but hang out with her, so that's good to know. It's okay, I'll take care of you. Mhm. Irgendwie sieht die Hose vom Fit her komisch aus. Also entweder ist sie etwas stämmiger oder sie hat einfach eine Hose angezogen, die ihr nicht so gut fittet, finde ich. Weil auf die Schuhe auch, das macht die Beine irgendwie kürzer und breiter, sage ich mal. Ne? No front jetzt hier. Oh, there we go. Music to my ears. Number two, what's your name? Chloe. All right, so those dunks right there? Nein. Those... The left of me, those are dunks. These are Air Force. Oh, okay. Okay, sie hat ihn einfach mal kurz belehrt. Jeez. ones. All right, so do you consider yourself to be a fashionable person? I'm more of like a comfortable street style type of person. Mm-hmm. Okay, so you're active on Depop? No. No? No. All right, so... Oh man, Alter, das ist ernst unangenehm für den. Sind das Dunks? Contestant number 3, there's a dunk girl. Yes, dunk hello. Dunk girl, do you have a name? I'm Jackie. So what do you consider your style to be like? I'm more into like the Japanese lifestyle called wabi-sabi. Mm-hmm. And it's like... Okay, okay. Japanese Lives, also das hier, dieses Wabi-Sabi, das sieht noch nicht hier danach aus, muss ich sagen. Ich bin aber gespannt. Embracing the imperfect. Oh, that's beautiful. I'm excited to learn a little bit more about that. Number 4, you're hiding your shoes. Is that for a good reason or a bad reason? You know what? Let's not judge straight off. This isn't the main part of the outfit, you know? I'm very into fashion, just not shoes. Okay, also,
sehr modeinteressiert, aber nicht für Schuhe. Das ist auch sehr ungewöhnlich, muss ich sagen. Okay. Last, we have a nice pair of shoes hiding down there. I'm Kaylee. Do you like to wear colorful shoes? These are actually a gift. I would not have like picked them myself, but okay. I like them a lot. Colorful shoes don't go with every outfit. Ja, aber ich muss sagen, also ich habe die so noch nicht gesehen, aber sie sind solide, ne? So. All right. Well, I'm liking what I'm seeing a lot. Okay, also jetzt bin ich mal gespannt. Ah, der muss einen rauswerfen. Boah, ich glaube, vom Unterhalten her würde ich die hier rauswerfen. Weil jetzt so beim Blind Date im ersten Satz zu sagen, also es ist natürlich nicht schlimm, wenn man mit seinen Freundinnen mal weggeht und sich 10 Tequila-Shots rein scheppert. Aber das hier direkt zu sagen, weiß ich nicht, ob das so mein Frauengeschmack wäre, wenn ich auf der Suche sein würde. Hm? Number one scares me. Another 10 tequila shots. Ja, siehst du? Da sind wir. Also Garrett, heißt er doch? Ja. Und ich, so. Ne? Seems like a very wild card. Ich sehe schon die Leute. Hä? Wieso sollte eine Frau nicht rausgehen? Doch, aber ich weiß nicht, ob ich das im ersten Satz bei einem Blind Date gesagt hätte, dass ich mir gerne mal 10 Tequila Shots rein gönne. I'm going to have to let go of Toronto. Nein, was? Krass. Einfach Toronto weggegangen. Oh no! Wie er sich jetzt aufregt. You're kidding, Garrett. I'm Nikki, nice to meet you. Firewall. Habt ihr das am Ende gesehen? Die Augen zu krass. Garrett. Warte, jetzt. Oh, der fuckt sich so ab, der fuckt sich so ab. Firewall, I'm very sorry. Your outfit is awesome. Thank you. Ey, der kann ja theoretisch nach dem Dreh immer noch sagen, hey, hast du Bock, Mann? What are you, like 6'5"? Come on 6'1". You're not 6'1", you're absolutely not 6'1". You're just short. 1,85, okay. Ja, für eine Frau schon überdurchschnittlich, oder nicht? Thanks. See you soon. Okay, Pants. Ich feiere diese fetten Risse eigentlich nicht, aber ich finde irgendwie, bei so einem Frauenstyle ist das in Ordnung und auch mit den Schuhen und so. Ja, ich finde diese Lederhose auch nicht schlecht, diese, was heißt Leder, so waxed-mäßig. Das hier ist mehr so basic, ne? A lot of streetwear oriented. Okay, so number one. Streetwear. Das zum Beispiel feiere ich nicht so krass. Das ist ja nicht mal eine Pinroll, das ist einfach so random gekrempelt. I mean, don't you get hot wearing that? I mean, we're in California. I don't know how you can... That's how you, you know, keep your body looking good. You just sweat throughout the day. Be honest with me when I ask you this question. Okay. How many men have you ghosted in your lifetime? Wieso fragt er das? Probably too many to count. Too many to count. Yeah, but I might not ghost you. Might not ghost me. You seem like a nice man so far. All right, well, I'll take that. I like the whole charity thing. Oh, you're hyping me up too much now, all right? Number three. I wasn't expecting those pants. They look very good. I like them. They Thank sit you. Well. What kind of pants are those? They're corduroy. It's actually overalls. Oh, okay, so it's a one piece up top. Ach krass, okay, sie hat eine Latzhose an. Vielleicht entspricht das seinem Style-Dings gut, weil das würde schon so zu seinem Style passen. Ne? Yes. Why do you think you're single right now? Just truly just have not met the one. The one? Okay, so you're looking for the one right now. I mean, as you get older, you have no choice. Four. Okay. So tell me a little about yourself. What do you want people to think when they see your outfit? I always say like I dress like elevated casual. Like I want to look put together, but I want to look cool. Okay, also sie ist jetzt nicht so übertrieben in Fashion interessiert, aber elevated casual heißt ja so ein bisschen gehobener als normal. Comfortable and like I could fit in like any scene. Okay, jetzt muss ja jemand rauswerfen. Also ich sage euch ehrlich, gut natürlich so, dass sie jetzt den einen sucht, ne? Das spricht schon für sie. Aber da ich ja jetzt diesen Dating-Faktor komplett ausschließe und nur auf Outfits achte, würde ich dieses Outfit hier rausmachen, weil das ist nicht so mein Hosengeschmack. Based on what I know, unfortunately, number one scares me a little bit. Schon wieder? She knows I'm going to be throwing up, so we're drinking a lot. And I'm trying. Ja, man hat schon gesehen, also wahrscheinlich sind es Extensions, also sie ist so ein bisschen fake unterwegs, ne? Was ja nicht negativ behaftet ist. You know, I'm trying to do well for myself. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, hey. Hello, I'm Liz. Nice to meet you. Krass, sie hat sie mir ganz anders vorgestellt. Hey, nice to meet you. I'm sorry, we can't go out clubbing. It's okay. Von der Größe her hätte es hier besser gepasst bei ihm, als die er vorausgeworfen hätte. Hey, you know. I'm your very beautiful woman. Thank you. You're very, very beautiful as well. Thank you. And I'm taking another L today here, ladies and gentlemen. I
All right, there we go. Okay, das finde ich irgendwie cool mit dem Blazer, das hat was. Und das ist halt so ein Basic-Basic-Top. Das ist jetzt kein krasser Style, das ist so, ja, ich finde Mode irgendwie ganz cool, was holt man sich? Ach ja, Jordan 1 Obsidian, eine zerrissene Hose und ein weißes Top, ne? Aber es ist auch auf keinen Fall wack, also es ist durchschnittlich, aber im oberen Durchschnitt würde ich sagen. Und das hier ähnlich. Also, wie gesagt, ich bin kein Latzhosen-Fan, ne? Deswegen. Now I'm starting to picture more what they look like, I get an actual... Okay, sie hat dunkle Haare. Ich hätte mir zum Beispiel bei der mit Jordan 1 Obsidian vorgestellt, dass die blonde Haare hätte und sie hier eher dunkel. Ich weiß nicht warum. Understanding their personality a little more. So number one now, what are your red flags in men so I can make sure that I do not fall into those? You have to be funny. I'm really sarcastic and I feel like people take it as mean sometimes. Okay, ne? Sarkastisch. Das ist eine gute Eigenschaft. You have to get my humor. Will you make me cry on a date? Probably. I love toxic women. That's my thing right there. So number two, the overalls. I love them. Yeah, thank you. I think it looks great. I love the brown. If you could pick one thing about your dream guy that matters the most to you, what would it be and why? Gute Frage. Literally just like being open-minded and open to trying new things. What kind of... Okay, das wäre jetzt nichts, was ich gesagt hätte als allererstes, ne? Das ist eine wichtige Eigenschaft, open-minded zu sein und neue Sachen auszuprobieren. Aber wenn ich gefragt werden würde, als wenn ich jetzt, also angenommen, ich bin jetzt eine Frau und ich würde gefragt, was würde ich mir mit einem Traummann vorstellen, würde ich jetzt nicht sagen, ja, der soll neue Sachen ausprobieren, sondern hätte man sowas jetzt erwartet wie loyal sein, humorvoll oder so, aber nicht neue Sachen ausprobieren, als allererstes zusammen. Das ist ein bisschen sus. Things you think you could introduce me to? New food, new music. I'm really into Indian food at the moment and like Mediterranean and Ethiopian food. Oh, right on. Mm-hmm. Last one. I'm loving the blazer. Thank you. It screams. Yeah, that's echt cool, muss ich sagen. Yeah, I'm here to make some money. I'm here to do my thing. Get out of my way or I'll spit on you. And I love that. Yeah, sure. Okay. Ich glaube, er wird links rauswerfen, aber ich würde Mitte rauswerfen. Aber das wird's ja schon. Ah, und am Ende sieht er beide Gesichter und dann kann er sich doch für Gesicht entscheiden. Okay. Glaube ich. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, no. It's just so hard because I like all of them. They all have great outfits and I've been 0-2 so far. So that just makes me feel even better knowing that I'm gonna mess it up again. So unfortunately, jetzt bin ich gespannt. Number two, the middle one, will be the first one that I'll be letting go today. Oh, okay, krass. Garrett, ja? So. I can't look again. I can't do it again. I can't do it. Oh, hey, yep, another L. Are you kidding me? Garrett. Jackie. Nice to meet you. I'm so sorry for letting you go. You look absolutely great. Hopefully in the future, you can put me on some more of that food. Yeah. And some- ja gut, die Sache ist halt, er kann jetzt auch eigentlich nicht nach dem Dreh sagen, so ja, willst du vielleicht doch, weil von ihr hat er schon weitaus mehr gesehen als von den anderen und hat sich sogar mit ihr unterhalten. Wenn er danach sagt, so ey, Music? Die wahrscheinlich auch keinen Bock. Naja. Ui. Unfortunately, number one, I will be letting number one. Was? Der muss jetzt zwei rauswerfen? Ich dachte, der wirft eine raus und dann sieht der Gesicht. Walk today. Ah, okay. Come on, are you kidding me? I'm so sorry. It's okay. I love it's the nice bucket hat. You were hiding that under there. Come on now. It was nice meeting you. Yeah. Good luck in the future. Jetzt bin ich gespannt, ob der trotzdem eine gute Choice gemacht hat am Ende oder ob er sich ärgert. Hey, Garrett. Kaylee, nice to meet you. Nice to meet you too. Sie hat auf jeden Fall keine Kopfbedeckung, die wir jetzt outfit-technisch hier beurteilen können. Ist auf jeden Fall ein cooles Outfit. Ich fand aber auch das Outfit hier vor auch nicht schlecht, muss ich sagen. Naja. I love the change. You're like how I like to describe myself, like elevated casual. Like you got the YSL and you got some clean shoes, but you're so... Also style-technisch passen die natürlich sehr gut zusammen. Like super comfy looking. Ich bin aus Kansas City. I know you're comfortable in what you're wearing, you know? Absolutely. All right, perfect. See, that's the vibe I was trying to give off. She read it perfectly. Aber die passen like auch gut zusammen, optisch so. Together already, so. I don't give my number until the second date. It goes, what? I don't want a bunch of random dudes to have my number. Bunch of random dudes? What the fuck? Ganz dumme Entscheidung. Ganz, ganz dumme Entscheidung. Sagt die, ja, man kann heute Insta tauschen, aber ich gebe meine Nummer nicht bis zum zweiten Date. Ich will nicht, dass so viele Typen meine Nummer haben. What the fuck? Warum machst du denn so viele erste Dates? Ja. Ich glaube, der ärgert sich ein bisschen.
Leute, das war ein richtig geiles Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Und dann tragt euch, wie gesagt, ein. Samstag 12:30 Peso Teaser. Macht's gut. Peace.